So, Freunde, jetzt haben wir natürlich in der letzten Folge wurde uns gesagt, dass auf der Insel im blauen Portal jemand zu finden ist. Und zwar auf einer Insel mit einer Brücke. Stein kann man nicht genug haben. Hier gibt es genug davon. So. Da müssen wir jetzt runter, oder was? Ach du Scheiße. Egal, stürzt sich in die Tiefe. Oh. Da ist ein Lagerfeuer. Tatsache, da ist er. Oh man, die Bären, die essen wir gleich. Ein Heilkrautblatt. Heilkräuter? Cool. Obstsalat, ja, voll geil. Geile Sache, ey. Ich glaube, ich muss mal meine Kiste in der nächsten Folge ein bisschen sortieren. Weil ich komme jetzt schon gar nicht mehr klar. So, wo war den Busch noch? Ach so. Hallo. Oh, wer bist du? Du solltest nicht hier sein. Es ist nicht sicher. Du solltest davonlaufen. Jetzt gleich, bevor es zu spät ist. Mensch, kaum zu glauben, dass du das geschafft hast. Du hast die Monster besiegt. Ich habe diesen schönen, stabilen Zypressenstock gefunden. Damit wollte ich dem Monster eins auf die Mütze geben. Aber naja, du siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Dieses Mal hattest du zwar Glück, aber wir Menschen haben keine Chance gegen die. Wir sollten aus dieser Angelegenheit lernen und von nun an vorsichtiger sein. Danke und auf Wiedersehen. Ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg. Was? Eine Stadt? Dieses Teleportal führt zu einer Stadt? Du bist den ganzen weiten Weg gekommen, nur um mich zu finden. Tja, wenn das so ist, dann komme ich natürlich mit dir. Es ist ja nicht so, als hätte ich andere Termine. Ich heiße Kenny. Freut mich, dich kennenzulernen. Hättest du nur einen Chimärenflügel, dann könnten wir im Nu zurück in diese Stadt gelangen. Auf geht's, Kenny. Kräuter noch mitgenommen. So, jetzt gehen wir mit Kenny zurück in die Stadt. Hier nehmen wir die Büsche auch noch mit. Kann man guten Obstsalat machen. Super, Kenny, super. So. Hier ist auch noch einer. Wunderbar. Oh, der Kenny ist gut. So, jetzt müssen wir auch wieder hoch. Ach du Scheiße. Haben wir Erde dabei? Natürlich nicht. Yeah.
So. Ab ins Portal. So, was können wir jetzt da lassen? Gegenstände, blauer Glibber, Halmkraut, Stein, Strohtür, Heilkraut, ich lasse den blauen Glibber da. Dann können wir noch ein paar Bohnen mitnehmen. So. Haben wir auch noch ein paar Bohnen. Da sind noch ein paar Bohnen. Lass doch mal die Monster sein, meine Güte. So, weiter geht's. Komm, wir müssen heim. Da ist noch ein Stein, nehmen wir noch mit. So, und jetzt aber heim. Ja, schauen wir da gleich mal, wo wir jetzt wieder, was wir jetzt zu Hause machen können. Jetzt gehörst du dazu. Das ist also deine Stadt. Uff, so viele Häuser. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so eine, dass es so große Städte gibt. Da fühle ich mich gleich viel munterer. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel Tatendrang verspürt habe. Danke, dass du mich hergeführt hast, Olli. Ich glaube, in Kentlin werde ich mich wie zu Hause fühlen. Meine Vorfahren haben hier als Wachsoldaten gedient. Wenn du als jemanden brauchst, der die Stadt beschützt, bin ich zur Stelle. Alles klar, danke dir. So, in die Küche. Gekochte Bohnen. Wunderbar. Du hast also den Kerl gefunden, von dem ich dir erzählt habe, wie? Seiner lächerlichen Kopfbedeckung nach zu urteilen, hält er sich für einen Soldaten oder so etwas. Solche Leute können wir hier nicht gebrauchen. Ich hätte dir gar nicht erst von ihm erzählen sollen. Was ich gegen Soldaten habe? Ich kann nur sagen, dass schlimme Dinge passieren, wenn Menschen sich zusammentun, besonders wenn sie auf Streit aus sind. Hast du eine Ahnung, was der Grund dafür ist, dass die Stadt Kentin heute in Trümmern liegt? Glaub es mir ruhig, du willst gar nicht, dass die Stadt noch größer wird. Aber du hast es nur gut gemeint. Hier, das ist für dich. Du hast es verdient. Leinsamen. Boah, schon wieder. So, jetzt werden wir erstmal die interessante Truhe aufbauen. Die bauen wir dahin. Boah, unglaublich. So. Ich glaube, jetzt werden wir erstmal ein bisschen aufräumen. So, Schlafzimmer, machen wir nichts. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal hier das Essen reinschmeißen. Hier hinten werden wir erstmal alles. Ich brauche eine Truhe. Ich muss eine Truhe bauen. So. Ich muss erstmal. Jetzt hört doch mal auf, da oben rumzuklettern. Gott. Heilsalbe. Erstmal alle machen. So. Heilkräuter. Perfekt. Feuerschale, Holz, Seil, Stroh. Was wollte ich machen? Schwingtür, Truhe, Truhe. So, wenn wir erstmal eine Truhe reinmachen.
Da kommt jetzt rein. Das. Das. Oh, die Stenntür. Oh, die Stenntür. Genau, jetzt wollen wir da rein. So. Hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch einiges reingefeuert. Genau. Nehmen wir. Was nehmen wir noch mit? Das. So, nehmen wir das noch mit. So, verstauen. So, jetzt haben wir das mal alles verstaut. Kann man ein Steinschwert eigentlich machen, ja, ne? Kupferschwert. 16 Angriff. Coole Sache. Aber wir speichern erstmal. So, yes. Überschreiben, yes. Wunderbar. So. Schauen wir mal, ob wir ein Steinschwert irgendwie machen können. Steinschemel, Steintisch, Steinschwert. Hat nur 11 Angriff, okay. Dann gehen wir mal ein Kupferschwert machen. Perfekt. So, Kupferschwert ist drin. Anleitungen, Gebäude, Baupläne, Raumanleitungen. Ausrüstung. Ah, ja, aber egal. Nehmen wir mit. Gegenstände, Ausrüstung. Kupferschwert, so. Das geht mir jetzt auf den Sack, dass die da oben rumspringen, ey. Na, das geht aber gar nicht. Da nehmen wir gleich mal die Erde mit. Das geht mir so auf den Sack, dass die da oben auf den Dächern rumspringen. Perfekt. So, jetzt kann er wenigstens genau mehr rumschlägt nach oben. Dann brauchen wir aber gerne noch eine Truhe. Ah, die eine gebaut. Herausnehmen. Eine. So, wunderbar. Da haben wir die ganzen restlichen Sachen rein. Erde, Holz und sowas. Erde, Holz, Lehm, Ton. So, da haben wir Erde rein. Sortieren, dann geht das schon. Hier Holz. Kiste, das Seil. Achso, ich bin voll. So. Da rein. So, haben wir das alles drin. Öffnen. Das kommt da rein. Heilkräuter kann man auch da reinhauen. So. Haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt. Am besten machen wir jetzt noch ein Schlafzimmer. Das platzieren wir mal hier in der Ecke. So, da in die Ecke. Dann bauen wir hier nämlich noch ein Schlafzimmer hin.
Ein kleines, ein klitzekleines. So. Achso. So ist richtig, so. Eine Fackel, Binder, ein Bett, noch ein Bett, da fehlt noch eine Tür. Die müssen wir jetzt noch bauen. Strohtür, zack, bauen. Und zu. Perfekt, aber warte mal, du könntest ja anders machen. Ja, wissen wir ja. Wir können es ja anders machen. Wir machen es so. So. Ja, ein simples Schlafzimmer. Wunderbar, jetzt machen wir das dahin. So. So, jetzt machen wir dann noch was dahin. Bauen. Strohtür. Ah, ich habe keine Halmkräuter mehr. Ah, das sind nicht die Halmkräuter. Okay, das sind die da, ne? Ah, ich bin immer leicht kränklich. Es regt mich so auf. Ich hoffe, es wird bald besser. Ich glaube, die sollten erstmal reichen. Strohtür. Na, wo haben wir das? Strommatratze da. So. Am besten machen wir das jetzt ganz. Ah, genau. Nein. So. Yes. Coole Sache. Ja, Freunde, ich danke mal wieder fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Freunde. Und tschüss.